Hallo und ein herzliches Willkommen hier auf dem Kanal zu 7 Days to Die und der zweite Teil des Towers. Ich bin ein kleines Stückchen vorgelaufen, hab Maschinengewehr gelootet und wollte jetzt mit euch zusammen hier rein. So, wir sind jetzt auf Etage 7. Die Etage, wo ich durchgelaufen bin, die war absolut unspektakulär. Da war Fitnessraum und ein Swimmingpool. Deshalb habe ich die jetzt einfach mal übersprungen. Sah jetzt auch nicht so gigantisch aus, dass ich hätte sagen müssen, okay, rein, da wollte ich euch die Zeit dann doch einfach ersparen. Ich kann sie euch ja dann, wenn wir runtergehen und haben noch ein bisschen Zeit über, kann ich sie euch ja zeigen. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und immer noch keine Registrierkasse. Alles leer hier. Hör auf, die Kasse zu hauen, die hat ja noch nichts getan. Toll. Schön, hast du sie kaputt gemacht. So, sind wir hier in der Disco? Du weißt aber schon, dass ein Disco-Besuch mehr so was für die Hölle ist, ne? Gute Frau. Der VIP-Bereich. Hier hätte ich jetzt eher Rocker vermutet. So. Okay, da ist auch nichts. Eine Bombe. So, jetzt muss ich hier über diesen Eisenstegen. Bei meinem Glück bricht er zusammen und ich fall runter. Bei den Kochpot lassen wir liegen, ne? Hau ab! Schwein gehabt. Oh. Der Holzfäller. Und noch einer. Das, die kommen ja in Serie hier. Oh. Oh, Essen. Das ist gut. Essen ist gut. Wir sind schon wieder hungrig. Das gibt's doch gar nicht. Der ist doch. Der muss einen Bandwurm haben, so viel wie der isst. So unfassbar. So viel kann ich mal nicht reinstopfen, wie der ist. Ich muss ja alle Steckplätze muss ich hier mitnehmen, nur damit ich den befriedigen kann mit Essen. Oh, schon wieder Toilette, das gibt's doch gar nicht. Ah, wir haben einmal Toilettenpapier. Gut, die nächste Toilette, würde ich sagen, ist meine. Jetzt finden wir keine Toilette mehr. Passt auf. Ich meine, wir sind hier in der Kantine. Die müssen eine Toilette haben. Das geht gar nicht anders. Hast du noch eine Essenskiste? Oh, mal rein. Vielleicht ist da ja was Nützliches. Ich hatte es befürchtet, dass da nichts Nützliches drin ist. Die Neugier siegt. Wenn ich einmal damit anfange, loote ich alles. Deshalb habe ich echt versucht, das nicht zu tun. Weil ich dann doch viel zu neugierig bin, um zu wissen. Damit ich weiß, was drin ist. So.
So, dich hatte ich schon getötet. Okay. Ich weiß zwar noch nicht genau, wann ich dich getötet habe, aber. So, aber es muss ja jetzt irgendwo hier weitergehen, ne? Dann muss ich ja hier irgendwo. Irgendwo muss ich was übersehen haben. Geht's hier weiter? Da was übersehen, ne? Hier doch auch nicht, ne? Hier auch nicht. Da geht's dann da drüben rein. Hier geht's über den Balken, ne? Wo geht's denn nur weiter? Also hier oben sehe ich auch kein Loch im Dach. Da waren wir drin, da habe ich ja die Tür aufgehauen. Genau, da sind wir durchgekommen. Hier war die Granada da hinten. Ich gehe davon aus, wir müssen hier durch. Wobei das natürlich eine fiese Geschichte ist, ne? Gut, mein Radium wirkt ja noch. Aber. Ich bin mal gespannt. Bei meinem Glück falle ich eher hier runter. Ach, ich muss auf Toilette. Deshalb. Ich muss erst eine Toilette finden. Hat keinen Sinn. Lala, gehen wir auf die Damentoilette. Und so. Wunderbar. So. Ja, wir putzen auch ab. Wir sind ordentlich. So. Einen schönen Ausblick haben wir von hier. Einen sehr schönen Ausblick sogar. Im Ernst jetzt? Ich würde ja eine ganze Etage auslassen, so. Da komme ich doch never ever. Ich da drüber doch, ne? Guck mal einfach mal, hier muss ja irgendwo ein Fenster offen sein. Hoffe ich mal. Ja, nochmal Baustelle. Okay. Wenn man hier rein ist, hier vielleicht, 3000, das ist auch nicht so der Brüller, ne? Komm mir vor wie Spider-Man hier. Da ist der Sims zu Ende und wir haben immer noch nichts gefunden. Nur nicht runtergucken. Ich ahne fürchterliches. Und davon abgesehen, wenn wir jetzt runterfallen, sind wir tot, aber. Hier ist kein Fenster offen. Hier ist überhaupt gar kein Fenster, außer vorne. Aber ich habe da unten auch keinen Gang gesehen, wo wir hätten weitergekonnt. Nur nicht runtergucken. Nee. Jetzt sind wir da fast einmal rum, ne? Hier ist keine Scheibe offen. Da auch nicht. Da auch nicht. Und hier auch nicht. Und ich könnte natürlich jetzt gucken, ob ich vielleicht hier durchkomme. 2,5. Ich meine, ich kann mich hier durchhauen, ne? Dann mache ich das doch. Besser als jetzt nur Stunden zu suchen.
Oh. Warum zum Teufel haben die hier Sprengstoff im Hochhaus? Oh, das ist das reinste Minenfeld hier. Da muss ich mal eben meine Freunde aufwecken hier. Die mir mal eben den Weg frei machen. Dankeschön. Dankeschön. Ja, und du noch die? Genau. Die hier könntet ihr mir noch abnehmen. Hier vorne die. Das wäre nett. So. Genau. Löst die da mal aus. Na, komm schon. Du musst da rum. Ums Eck. Blöd, Mann. Da muss ich die halt auslösen. So. Gott bewahre, ey. Das ist ja... sehr gruselig hier. Die Kiste will ich aber... wer weiß, was da drin ist. Da habe ich auch Schwein gehabt. Uhu. So, mal wieder umwechseln hier. Na, Jungs? Oh, nicht so schnell. Du auch nicht. Ich muss ich zuerst hin. Der hängt da noch fest. Wir brauchen ein bisschen länger. Gibt's halt auf die Knie und dann auf den Schädel. So. Ah, wieder 129 Schuss. Geht doch. So, nur nicht so schnell, nicht, dass hier wieder ein ganzes Minenfeld ist. Das ist der Fahrstuhlschacht. Da ist eine Lampe, okay. Gut, die nächste Etage. So. Ah, wir nehmen die Keule. Sieht aus wie Rechtsanwaltskanzlei hier. Kann ich nicht leiden, die Vögel. Ganz schlechte Erfahrung mit den Kameraden. So. Okay. Okay. Wir müssen quasi daher. Hallo. Was gibt's denn hier? Sackgasse? Nee. Hm. So, was ist hier hinter? Fahrstuhlschacht, der ist offen. Okay. Gucken wir aber erstmal hier links. Hm. Werden immer mehr.
Okay. Ich glaube ja nicht, dass ich mich da durch. Prügeln soll. Aber ich sehe schon wieder keine andere Möglichkeit. Weil hier war nichts. Da ist auf jeden Fall eine Wand, aber ich gucke jetzt einfach mal, da hinten geht's weiter. Mir bleibt ja nichts anderes übrig, als hier durchzuschlagen. Okay. Einer nach dem anderen. So. Dum di dum di dum. Da oben Bücherregal. Strahler. Ich weiß noch nicht, wofür wir ihn brauchen werden. Aber haben ist besser als brauchen. Exit. Gucken wir doch mal, ne? Schauen wir doch mal rein. Okay. Treppenhaus ist dann wohl nicht so in Ordnung. Okay. Muss ich jetzt nicht so verstehen, aber ich bin hier durchgebackt. Ich hoffe, ich backe jetzt nicht noch weiter durch die Gegend. So, wir haben kein Radewien mehr, ne? Versucht da jetzt einfach mal ganz galant. Da bringt mir jetzt nicht so viel. Ich weiß, wenn ich jetzt da. Oh, kein Holzrahmen mehr. Nur Nummer 30. Unten ist doch noch eine Kiste. Ne, das geht doch gar nicht. Wie komme ich denn an die dran? So, ein paar Etagen, ne? Erstmal gucken jetzt hier, wo wir hier rauskommen. Da ist eine Türe. Da framen wir uns entlang. So. Okay. Zweieinhalb. Na ja, gut, dann gehen wir mal hier durch. Wenn Sie mir schon helfen von der anderen Seite. Machen wir den unteren so lange. Vielleicht sind wir dann zeitgleich fertig. Ja, strengt euch an, Jungs. Dankeschön. So, und ihr?
Ja, komm, ich erlöse dich hier. So. Jungs, hier bin ich. So. Schreck mich doch nicht so. Bist du verrückt? Sieh auch schon wieder so ein Ding. Irgendwie ist hier irgendwas im Weg. Oder hier sollte noch was kommen. Man weiß es nicht so genau. Na gut, da wird natürlich erklären, warum ich manchmal die Gänge nicht finde. Wenn wir hier, den mache ich mal weg, dann kann ich da besser hinstellen. Wenn wir hier so, ja, Scheinwände stehen haben. Ist natürlich nicht so nett. So, da geht's dann weiter. Ich gucke jetzt aber erstmal hier, ob es hier vielleicht auch noch weitergeht. Sieht ja fast so. Nee, dann gehen wir da, framen wir uns da hoch. Bevor ich hier wieder über den doofen Steg laufe, frame ich mich doch da hoch. Okay, den hauen wir mal weg eben. So. Na toll. Warum habe ich das nur geahnt? Die hat jetzt bestimmt tausende von Points, ne? 10.000 war klar. Gehen wir durch die Seite. Bringt mir auch nichts. Dann noch höher Frame. Okay. Scheint wohl mehr oder weniger eine Sackgasse zu sein hier. Ja. Sprengstoff habe ich keinen dabei. Ich versuche das jetzt nochmal hier. Komm, jetzt lass hier. Okay, jetzt einfach mal. Kann doch nicht sein, dass ich da nicht durchkomme. So. Ja, war klar. Sind wieder unsichtbare Wände. Okidoki. Das ist natürlich nicht so toll, ne? Aber erst so ab der 8. Etage oder so. Wo wir dann so einen Zirkus hatten. Ey, Blondie. Nicht den Kopf verlieren. Yeah.
nur nicht den Kopf verlieren. So, oh, da, den kennen wir auch noch nicht. Gefecht in der Stadt, Band 7. Und hier? Nein. Nicht bitte Klopapier. Dann haben wir wieder ein Problem. Ich finde das jetzt nicht so lustig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich jetzt auch gar nicht weiß, wo. Hier geht es auf jeden Fall nach oben. Du lebst immer noch. Nicht mehr lange. So. Tja. Das ist natürlich richtig doof, ne? Jo, dann würde ich sagen, ich frame mich auch hier eben hoch, weil das... Ach, da. Jawohl, ja. Boah, da war Glück. Wo ist der doofe Geier? Richtig kacke, ne? Wenn ich nicht sehe, wo die herkommen. So. War klar. Machen wir schon mal lieber nochmal 20-30. Da kann ich keinen ansetzen. Da kann ich nicht rüberspringen. So, aber hier soll ich jetzt wieder hochkommen, ne? Schade, das ist natürlich doof dann, ne? So, aber hier komme ich dann quasi, bin ich wieder da, wo ich runtergefallen bin. Und kann mich dann hier aufs Dach framen. So. Oben sind wir. Oh. Ein grüner Polizist. Das würde ich aber gerne erst, da ist eine Tür hinter, ne? Muss man wegmachen. Gott, das ist ja richtig doof. Hier ist das Treppenhaus. Da hätte es dann, wäre es dann bestimmt weitergegangen, eigentlich durchs Treppenhaus. So, aber jetzt ist natürlich die Frage, wo der Hauptblut sein könnte. Oh oh. Kermit, der Frosch ist wieder da. So.
aber bei so vielen Zombies muss ja auch der Hauptblut sein. Geht ja gar nicht anders. Hoffe ich mal. Oh, noch ein Buch. Tagebuch des Jägers, Band 2. So, ein bisschen Medizin. Aber Hauptblut? Nö. Können hier mal reingucken. 1000 ist ein bisschen viel, ne? Hier unten drin vielleicht? Ich habe keine Lust, jetzt durchzufallen. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ja, nichts ist hier. Okay, das Ding vielleicht noch gar nicht fertig oder so. Mal schön reden. Also da hinten könnte natürlich was sein, aber ich habe keine Lust, jetzt da reinzufallen. Und dann breche ich mir unten alle Knochen. Und bin dann tot. Weil hier, ihr seht ja, ich kann ja auch überall reinrutschen. Oder reinglitschen. Das ist, hier könnte natürlich alles hinter sein oder so. Aber ich würde sagen, okay. War trotz alledem ein cooles Gebäude. Wir sehen uns, hoffe ich, in der nächsten Folge wieder unten am Hubschrauber. Ich laufe dann wieder runter. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Kommentar, ein Abo oder vielleicht sogar ein Däumchen nach oben lassen. Das würde mich natürlich super freuen. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt. Bleibt mir gewogen. Euer Dexter. Bye, bye.